Moin Moin und willkommen zurück bei Wild Thing und einem Biertest. Moin! Genau, bei mir sind Leo und Rob von Words of Farewell, die wir ja auch schon mehrfach hier hatten. Melodic Death, ja, um die Ecke, ne? Ja. Und ja. Wir befinden uns gerade auf dem Dong Open Air, deswegen auch der Krach im Hintergrund. Und ich dachte, wir nutzen die Gelegenheit, weil wir auf dem Festival sind, Bier zu testen. Wie ist eure Meinung zu Bier? Geil. Ich verstehe die Frage nicht. Habt ihr Durst? Immer. Ich verstehe die Frage nicht. Gut, ich habe hier vier verrückte Biere mitgebracht. Und zwar einmal das Oberdorf Helles. Auch schon kalt. Ja, fast noch kalt aus meiner Kühlkiste. Kein Biertest ohne ein billiges. Meisterpilz. Das Gute. Das Gute. Feinhoffig und edel. Fein, ja, so. Und Sierra Nevada Tropical Torpedo. Kommt wohl eher aus dem Craft-Sektor. Wie steht ihr zu Craft-Bieren? Man muss es wollen. Ja. Ich finde ja, Craft Beer ist irgendwann, weißt du, wir haben das Reinheitsgebot und alle finden das super. Und dann kommen die, mischen Poloch-Zimtbier und verkaufen das auch noch als gut. Ja. Weißt du, du machst eigentlich was eklig und du verkaufst es als gut. Aber gut. So ein bisschen wie Lotto, finde ich, Craft Beer. Das kann geil ja, sein. Aber dieses Craft Beer schmeckt so ein bisschen gut, erdig. Trink Pilz. Drei von zehn. Drei von zehn? Boah, das oder ist überhaupt Trink Pilz. Trink läuft. Pilz. Und ein Stone IPA. Schön, ist aber auch sehr crafty, ne? Genau, und wir werden jetzt testen, so ein bisschen auf die Festivaltauglichkeit testen. Eigentlich wollen wir nur ans Reinschädeln halt. So, und dann quatschen wir auch so ein bisschen über Bier. Ganz generell, ihr als Band, wie handhabt ihr das mit Bier vor, während der Bühne, danach? Tatsächlich bei großen Shows ein Bier auf der Bühne ja, vorher nicht. Weil sonst ist die Konstruktion weg. Die Konstruktion ist dann weg. I'm an engineer. Bei kleinen Shows tatsächlich super geil. Eins für die Lockerheit. Der beste Gig, den wir gespielt haben, war in einer Kneipe. Und da hat der Wirt so eine Handelsrude eingerichtet. Von der Bar, vom Tresen, immer schön tablettweise uns die Pitcher da reingereicht. Meintest du in der Quelle oder was? Ja, genau. Quelle Beckum. Geilster Gig. Wir haben jeder 3 Liter Bier verdichtet. Ich habe keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Aber sowas von geil. Bühnenbeleuchtung war eine kleine Glühbirne von der Decke. Schön. Der Schweiß hat von der Decke getropft. Das war geil. Schön. Ich habe null Werbung gemacht und es waren einfach 150 Leute da in einem Laden, in den 50 reinpassen. Aber ja, auf dem Dong Bier erst danach. Bier erst danach. Und kommt jetzt quasi direkt von der Bühne und wie viel habt ihr jetzt schon drin? Alle. Gut, ja. Ich bin auch verkatert von gestern. Beste Voraussetzung, würde ich sagen, oder? Ja, rein damit. So, mit welchem sollen wir starten? Morgen gab es noch Frühstückbier und dann war Feierabend. Mit sowas starten. Mit sowas, mit Meisterpilz. Starten wir mit Meisterpilz. So, machen wir jetzt hier. So, dann Becher her. Na, das ist richtig. Ich liebe das Geräusch von geöffneten Bierdosen am Morgen. Feinporiger Schaum, ne, oder? Ja, stimmt. Südhang. Boah, halt doch die Fresse, ey, trink das. So, Prostata. Gesundheit. Prostata. Rein damit. Geht so. Ja, ist halt ein günstiges, ne? Das ist jetzt Meisterpilz. Feinhopfig und edel, gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Direkt zwei Lügen. 4,9 Umdrehungen. Das ist das Globus-Bier halt, ne? Ja, das Globus-Billigbier. Aber du hast ja gefragt, festivaltauglich, würde ich sagen, ja. Weil halt auch, da drängt sich nicht zu sehr auf, das ist halt ein Bier. Das ist auch so eine Kanne, die kannst du mitnehmen, wenn du vom Zelt kommst oder so. Und dann bis zum Infield gerade sei das für eine Dose. Würde ich das Meisterbräu mitnehmen. Ah, ja, Meisterpilz. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, mindestens haltbar, ist egal. Also ich würde jetzt eher sagen, man sollte das relativ zügig trinken. Ja, große damit. Schlücke. Oh. Oh, stichfester Schaum. Hm. Ja, sehr schön. Ja, ist halt ein billiges, ne? Ist okay. Hey, ich hätte es mir damals gekauft, als ich noch Azubi war. Und ich als Student, ja, auf jeden Fall. Sollen wir mal was Verrücktes trinken? Als Student war eher so Friesengeist. Tropical Torpedo. Oh, scheiße. Tropical, oh, ja. Dann lass uns Tropical, dann torpedoen wir uns mal einen rein, wa? Schön einen rein. Schön einen rein. Acht-armig einen rein. Oh, Entschuldigung. Oh ja. Mensch, man muss ja auch mal trinken, wenn man keinen Durst hat, Mann. Das riecht aber tropisch. Riecht tropisch? Ja, ich komme gerade aus Panama, da war alles mit Ananas und Melone voll was. Und so. Dankeschön. Darf man hier rauchen? Darf man hier rülpsen? Rülpsen? Darfst du. Ja. Ist das erwünscht? Rein damit. Ja, das gehört zum Biertrinken. Nee, raus damit. Das ist Kultur. Rein damit ist falsch, raus ist die richtige Richtung. Ach so, ja, Entschuldigung. Zum Bötchen? Apropos, nein. Nicht absichtlich in die Augen gucken. Wenn man sich unabsichtlich in die Augen guckt, gibt es 7 Jahre schlechten Sex. Wenn man sich absichtlich. Wuhu, Sex! Ja, wenn man sich. Du musst hier absichtlich nicht. Rein damit! Rein damit! Tropical Torpedo. Der ist leicht zufriedenzustellen.
Oh. 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 Das ist doch was Leckeres. Ich mag das. Es ist, also so ein Typ besonders. Man muss, man muss es wollen. Ne? Aber echt tropisch, ne? Fruchtig, ja. Sehr sinnig fruchtig. Sierra Nevada Brewing, irgendein importierter Gedöns. Kennt ihr Brewdog? Klar. So ein bisschen Punk-IPA. Ja, in die Richtung geht's, ja. Ich glaube, ich bin zu assi für sowas. Importiert. Importiert. Ursprünglich überklebt. Das krieg ich nicht abgefriemelt, hab keine Nägel. Hast du das aus so einem Craft-Beer-Store oder bestellt oder so? Ja, aus dem Supermarkt. Aber gut sortierter Supermarkt. Schön. Aber das, das ist speziell. Kann ich mir nicht immer geben, aber so, so eins am Abend. Um den Geschmack mal zu verändern, ne? Genau. Ich komme vom Dorf. Sagen wir es so. Woher kommst du? Aus dem, ich sag mal Beckum. Mhm. Stimmt nicht zu 100%, aber ja. Und was gibt's da für Bier? Was trinkt ihr? Alles. So, trink rein. Alles trink rein. Was ist euer Bandbier? Habt ihr eins? Fiege? Ach nee, so ein Bochumer. Aber Fiege ist das, was am häufigsten im Proberaum steht. Nee. Aber, wobei man muss ja dazu sagen, im Proberaum, wir kommen alle so weit verstreut aus NRW. Saufen bei Probe ist nicht mehr. Aber sind tatsächlich jetzt im Camp eine interessante Mischung aus 5-0er. Ja gut, das ist ja das Festivalbier. Ja. Und was hast du mitgenommen auch? Ich habe 5-0, ich habe Diebels Alt mit, wobei ich gerade keine Ahnung mehr habe, wie es schmeckt. Ich habe ja ein paar rein. Aber wo du Craftbier gesagt hast, und irgendwie ein helles. Ich habe auch ein paar Craftbiere mitgebracht jetzt hier zum. Was ist mit dir? hat mehr Umdrehung, kann das sein? Weiß ich nicht. Sechs. Weil wir wieder beim Thema wären. Oh, ordentlich achtheimig an reinrollpern. Nee, ich wollte gerade sagen, wir müssen uns absichtlich nicht in die Augen gucken, weil dann gibt es Sex! Nee, dann gibt es versauten Sex. Verstehe es nicht. Ja, was ich halt vor mit Erde einschmieren. Dieses Sex? Was ist das für ein Konzept? Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Das ist am besten, wenn keiner Spaß hat. So, jetzt trinken wir Oberdorfer Helles. Ich finde Helles ja immer deswegen so geil. Weil es schmeckt. Nee, weil es auch sehr süffig ist. Da kannst du immer ordentlich einen, da kannst du viel von trinken, weißt du? Das ist jetzt, hast du irgendwie so Kaffeebohnen, an denen man zwischen lutschen kann, um den Geschmack neutralisieren. Ja, früher haben wir das tatsächlich immer gemacht. Weil ich kann einmal über du kannst gerne was anderem lutschen, wenn du möchtest. Hm. Ja, aber das schmeckt wieder nach Siff. Schnell eskaliert hier. Helles, Vollbier, weich und wir haben noch nicht geduscht nach der Show, das ist das Also ich find's Helles Vollbier, weich und zugleich mild gehopft. Echt bayerisches Brauhandwerk. Ganz ehrlich, mit bayerischem Bier machst du nie was verkehrt. Ja, das ist vor allem, das schmeckt ja nach, also im Vergleich jetzt zu, nach gar nichts. Ne? Ja, da kipp mir 10 Liter davon rein, Leute. Wobei, tatsächlich, ich habe letztes Jahr hier auf dem Dong, da waren wir nur als Gast da, so Festbier, Oktoberfestbier vom Lidl mitgenommen. Und das war schwierig. Also es war auch kein wirkliches bayerisches Bier, sondern irgendeine Plörre. Fränkisch. Ich habe immer noch eine Dose davon im Kühlschrank und Weinstefaner, super Bier. Weinstefaner, das ist die älteste Brauerei, ne? Glaube ich, ja, eben so. Habe ich irgendwo mal gelesen. Aber ich finde, es hat diesen ganz klassischen obergärigen Geschmack. Mhm. Schön. So ein bisschen hopfig, aber unglaublich mild. Ja, davon kannst du aber eine ganze Menge reindübeln, glaube ich. Also, bis dir das auf den Sack geht, das dauert. Das ist so ein Bier, da kannst du 10 Liter reinkippen. Ja, ne? Eine Dose vielleicht, ja. Eine, um den Gusto mal zu verändern. Hiervon und dann ist eine Billigplörre. Und das, ja, aber ich mag auch, ich bin ja. Jetzt, man darf es immer nicht so sagen, aber ich bin Kölsch-Fan, ne? Muss ich sagen. Ich mag das auch. Es tut mir leid, ja. Arbeite in Düsseldorf, ich komme mir auf Altbier echt gar nicht klar so, aber... Wirst du sehr oft verprügelt? Nur manchmal. Oberdorfer Helles. Ja. Ja. Kann man, drängt sich nicht auf. Also ich glaube, das Ranking entscheidet sich gerade schon. Ja, wir haben noch eine Dose, nicht den Tag vor dem irgendwas loben. So, weg damit, letzte Dose kommt. Hier ist auch noch was drin, ne? Dann machen wir gleich weg. Boah, der Kater von gestern meldet sich. Kater? Ich habe heute Nacht auf dem Stein geschlafen. Meine Matratze war kaputt. Und meine Frau hat das Zelt aufgebaut und... Das ist ein bisschen dumm. Ja, und hat es direkt auf einem Stein aufgebaut. Kann sie nicht wissen. Dann habe ich mit meiner Matratze ohne Luft auf dem Stein geschlafen. Das war scheiße. Aber ohne Matratze oder Alter. Mit leerer Matratze auf dem Dom kenne ich irgendwo her. Das ist wie mein Urin heute Morgen. Man schmeißt die Scheiße in das Zelt, sagt, mach ich später, man macht das niemals. Rob, gesunder Mittelstrahl, rein damit. Ja. Das ist Endstrahl. So. Der Schaum ist auch hellgelb. Aber jetzt mal, kurzen Exkurs. Vielleicht. Habt ihr das auch regelmäßig, dass ihr, wenn ihr auf dem Dom seid, ihr schmeißt die Matratze rein, ja, mach ich später, macht ihr niemals. Und schlaft einfach auf dem Boden. Nimm mal einen Schluck, Junge. Prost. Gesundheit. Ah. Gute Reise. Gute Reise. Gute Besserung. Gute Besserung.
Du findest das wieder geil, ne? Nee. Also wir trinken Stone. Unser Sänger wird jetzt ankommen, boah, das ist ja richtig geil. Stone IPA, our iconic flagship, 6,9 Umdrehungen. Boah, wie das riecht. Riech mal da dran. Boah, das hat irgendwie aus dem Klo ausgebuddelt, ja, oder so. Brewed in the USA with cereals from the USA and Canada. Weil es ja auch so wie bei sehr speziellem Kaffee. Da muss ja, man USA. Auch, bei sehr speziellem Kaffee musst du auch einen zweiten Schluck nehmen. Wasser, Gerstmalz, Hopfen, Hefe. Da nichts oder auch besser, drin. Nee. Boah, da bin ich auch. Oh. Ich meine, ich prügel mir das jetzt trotzdem mal. Bläh. Ja, ich meine. Das riecht für mich so ein bisschen wie nach das Gefühl von Texas Chainsaw Massacre, aber nicht wie wenn du den Film guckst, sondern wenn du da drin bist und dich denkst, oh Scheiße, ich werde gleich abgemetzelt. Aber tatsächlich nur vier Zutaten, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Ja, ich auch tatsächlich. Aber halt 7 Umdrehungen, ne? Das viel. Das macht es jetzt nicht besser. Nee, das ist schon. Ich habe dieses Stone IPA oder dieses Stone, Stone Brewery in Kaufland, glaube ich, mal gesehen. Fun Fact, ich bin hier hingefahren, habe einen kompletten Biervorrat zu Hause gegessen. Ich habe alles gepackt, habe nur auf das Equipment geachtet und bin da losgefahren, habe irgendwann gemerkt, scheiße, boah, die Kühlbox ist boah, leer. Heavy, ne? Komm, weg damit. Komm, damit. Weg. Oh. Das kann ich nicht so wegextern, kotze ich. Alter, war weiter. Oh okay. Das ist, okay, wir haben jetzt. Also den letzten Platz weiß ich nicht. Es ist nur noch Schaum, es ist nur noch Schaum, nur fürs Protokoll. Okay. Wir haben 4 Bier durch. Oh. Tschüss! Machen wir ein kleines Ranking. Bei mir? 4. Ich glaube, das ist Platz 4. Platz 4. Ich würde auf Platz 3, ich persönlich tatsächlich das Meister nehmen. Schmeckt wie ein billiges. Das finde ich echt ganz witzig, ganz lecker. Auf Platz 2 und auf Platz 1 das Oberdorfer. Das ist eine Reihung, die kann ich nachvollziehen, kann ich mitleben. Ja. Bei mir fast genauso. IPA als letzter, weil das ist meins. Gib mal her da. Ja, gib mal her da, du. Man guckt mit den Augen. Ja, komm. Nur guck, nicht anfassen. So, komm hier zum IPA. Also das, ich hab noch was drin. Ach so. Jetzt hab ich's auf der Hose. Jetzt hast du es auf der Hose. Es tut mir leid. Ich hab die Hose gespritzt. Oh, nö. Die Hose gespritzt. Ja, ja. Hm. Danke, danke. Mach mal ein bisschen selber. So, hier. Gib mir das Gute. Wobei jetzt auch nach dem. Safe Platz Nummer 1. Safe Nummer 1. Sanft, das ist richtig sanft. Ja. Das ist so wie so eine große Schwester. Das hat mir zwar die dich in den Arm nimmt nach einem schlimmen Tag. Kenn ich nicht, ich hab nur Brüder. Alles, ich auch. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht ranken nach, hat am besten geschmeckt und so, sondern ich kann ab da nur noch. Ranken, ach, wie scheiße hat es geschmeckt. Okay, rein vom Geschmack, guck mal so die Büchse. So drastisch wäre ich nicht. Rein vom Geschmack, Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Ja, pass auf, hier nee, so? Die Frage ist, was du machen willst. Ne? Ich fand's nicht geil, aber das ist immer noch besser als das. Wenn du jetzt auf ein Festival gehst und was mitnehmen musst. Nimmst du einen Sechser davon? Entschuldigung, mit. Ja, pass auf, ich würde davon. Ja, da hast du keinen Bock mehr, du kriegst Schnaps. Zwei Paletten. Mhm. Hiervon vielleicht für morgens das Frühstücksbier oder so eine Palette. Backup. Boah, nee, das ist das Frühstücksbier. Backup. Und hier so ein Sixer oder so. Und Sixer, um den Gusto mal zu ändern. Das als Frühstücksbier, du musst dich doch nicht noch mehr foltern. Frühstücksbier ist sowieso schon schlimm. Wenn du mit Cuba Libre mischst, dann geht's. Oder Kaffee und Bier zusammen. Das ist eine gute Kombi. Das ist meine Festival-Kombi, meine Lieblings-Kombi. Wenn du morgens aufstehst, in einen Becher oder machst was? Machst den Kaffee, machst den Bier, dann trinkst du abwechselnd Bier und Kaffee. Ja, das ist geil. Apropos, ich hatte heute noch keinen Kaffee. Also, ich brauche einen Kaffee. Okay, eins, dein Ranking. Eins ist Safe 1. Ja. Und je nachdem, was du möchtest, wenn du ein Festival hast, würde ich sagen, von der Menge her, davon am meisten, davon am zweitmeisten, hier so für ne, zwischendurch. Und das zu Hause und lassen. Das würde ich im Laden stehen lassen. Und du auch, Rob? Nein. Ich habe hier noch was für Platz dich. Platz 1 ist hier. Außer. Ja, okay, nehme ich. Besser als jetzt. Oder wir können es auch noch teilen. Oh. Wie heißt es? Nee, mach mal selber. Das Oberdorfer Helles. Oberdorfer Helles. Ist es schon? Ja, komm, immer Rinder. Safe, mach dir nichts mit falsch. Schmeckt. Egal ob Pilzliebhaber oder Craftbeer-Typ. Was ist denn mit euch, sag mal? Ich hab hier noch hier das von Backstage drin. Ja, warum steckt der das immer ran? Das frag ich ist seine Natur. Aber nur so ein Craftbeer. Also zu Craftbeer hast du ein positives. Ja, ja, pass auf. Darf ich erstmal mein Ranking sagen, bevor wir das. Dann sag dein Ranking. Okay, fertig. 1, Billigbier 2,
3, 4. Und wir sind uns alle, das ja, ist blöd. Das ist scheiße. Das ist irgendwo interessant, aber ganz ehrlich, eine Flasche, ja, ist interessant, aber dann kotze ich auch. Dosen, Flasche, keine Dose. Kanne. Das ist eine Dings. Eine Kanne. Eine Kanne. Ich definiere das so, jetzt als Craft Beer. Es gibt in Köln einen Laden, der nennt sich Craft Beer Dealer und ist einem Trinkgut angeschlossen. Und ich fahre ab und zu mal in Köln vorbei und es ist jedes Mal mein persönliches Verhängnis, weil der hat eine riesige Auswahl an Craft Beer und ich probiere gerne aus. Ich probiere gerne viele verschiedene Biere, verschiedene Geschmäcker. Und der hat tatsächlich eine Bandbreite, die ist unglaublich. Das Blöde daran ist, du kommst halt echt arm da wieder raus. Weil jedes scheiß Craft Beer da irgendwie 4,50 € kostet. Ja, ist halt Hansa-Pilz. Nein, Hansa nicht. Hansa mal auf, hier die Wespe zu hauen. Aber Craft Beer finde ich ansonsten trotzdem eine geile Geschichte, weil das so ein bisschen den Biermarkt aufmischt. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also ja, hat frischen Wind reingebracht. Reinheitsgebot geil. Ich finde zum Beispiel schwierig, wenn jetzt so Krombacher und so anfangen, irgendwie so eine Craft-Schiene zu fahren. Das finde ich ist nicht der. Das ist nicht true. Ja? So! Aber Craft Beer von kleinen Brauereien, kleine lokale Geschichten, da ich so geil. Kann schmecken. Ich hätte jetzt kein richtiger Fan vom Nestor, muss ich sagen, aber... Das ist das Dong-Bier zur Erklärung, wir sagen Dong, das ist das Dong-Craft-Bier. Aber das Problem daran ist eher, das geilste Festival der Welt. Du merkst nicht, wie du dich weglötest damit, ne? Und nach zwei davon tanzt du am Tisch. Das ist eigentlich jetzt geil, aber nach vier... Das ist dann nur noch Hashtag the Thurver. Wie so unterm Tisch. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen Thurver. Lecker war das. Lecker war das. So. Ich habe jetzt eine Frage aber an euch. Ja. Auch an dir. Was ist euer Lieblingspilz? Mein Lieblingspilz? Da triffst du mich jetzt eiskalt. Also ich bin echt ein Heineken-Freund, aber es ist ein Lager. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Und Grolsch ist auch ein Lager. Das sind so die ich wirklich, also Grolsch trinke ich fast am liebsten. Und ich trinke echt gern Lieblingspilz. Boah, ich scheiße jetzt. Ich bin großer Wikula-Fan. Mhm. Ja, großer Wikula-Fan. Ich bin oder sonst Friesisch. Jever. Naja. Bei mir Veltins, wahrscheinlich einfach, weil ich damit aufgewachsen bin. Ist ein gutes. Ja, damit aufgewachsen ist auch schon gut. Damals, als man 8 war und sich ein Veltins aufgeknackt hat. Oder zwischendurch, zwischen der Brust noch so ein bisschen Veltins mit so. Bei uns, wenn Kasten Bier da stand, immer Veltins. Oh, immer Veltins. Weil Vater Schalker. Ich glaube, das übernimmt man von seinen Eltern, ehrlich gesagt. Ja. Mein Vater oder meine Familie kommt aus Bochum, ursprünglich. Ne? Und deswegen ist natürlich klar, Fiege. Moritz Fiege, Bochumer Bier. Ja. Hauptsache kein Stauder. Nee, ist schwierig, schwierig. Aber viele Leute sagen zum Beispiel, Moritz Fiege ist zu herb. Und das kann ich nachvollziehen. Mm. Aber kann man trinken. Fiege vom Fass, das ist eine ganz andere Nummer. Okay. Das kannst du gut machen. Aber das ist ja häufig mit Fass. Also wir haben Altbier so, ne? Ich komme aus der Altbierstadt Krefeld. Wir haben zwar keine Altbierbrauerei mehr, aber es wird halt immer noch da zelebriert. Und bei mir in der Familie Boltenalt ist so ein Ding. Ne? So aus der Flasche. Aus der Flasche, ey, kannst du mich mit jagen. Alt vom Fass, kann man machen. Wenn du in Düsseldorf unterwegs bist, dann bin ich häufig, kommst du eh nicht drum rum, kriegst kein anderes Fassbier. Und mir ein Baxter aufknacken für 3,50 sehe ich halt auch nicht. Und dann trinkst du halt vom Fass ein Alt. Und dann, aber. Euer Lieblings Weizen oder Weißbier? Null. Gar nicht? Ich halte es wie mein alter Stufenlehrer, der meinte, ich pflege Essen und Trinken zu trennen. Da bin ich gar nicht deiner Meinung. Aber dann geht's um Landbier. Potz Landbier. Das ist trinken lecker. Kasten, du brauchst kein Essen mehr. Nee, kein das Kasten, das ist doch kein Weißbier. Das ist ja kein Weiß. Nee, das ist Landbier, aber das ist wie Essen. Dieses Landbier, deswegen. So naturtrüb Landbier. Und Moment, 5 Bier sind eine Mahlzeit, sagen wir noch, oder? Ja, fünf Bier ist auch ein Schnitzel. Trinkst du noch 7 Bier sind eine Mahlzeit, trinkst du noch 2 Bier dabei, hast ein Getränk. Aber Potz Landbier macht echt satt. Ich habe tatsächlich bayerisches Bier für mich entdeckt. Letztes Jahr, ich war in München und da gab es Augustiner vom Fass zum Beispiel. Das fand ich großartig. Das war ein tolles Bier. Und, was war das denn noch? Ich glaube, so ein Podcast-Video-Gedöns kannst du auch nur in Deutschland machen, oder? Wir können den ganzen Tag über Bier trinken und wir kriegen viele User dafür. Ja. Bier ist so, es ist so ein bisschen, jeder hat eine Meinung und es funktioniert einfach. Ich habe tatsächlich jetzt hier auf dem Festival einen Hazy Jane noch mit. Kennst du das? Ja. Von Budok. Ja. Und ich habe sogar noch ein IPA dabei, glaube ich. Richtig Gusto. Ja. Was sagt ihr zu Pülleke? Geil. Ist von Veltins, ne? Ja. Komm, wir trinken noch Pülleke. Super, ich mag auch die Flaschenform. Ich bin auch tatsächlich für Flaschenform ästhetisch irgendwie empfänglich. Ich stehe nicht auf Bauarbeiter-Torpedo 05, weißt du? Doch, das ist oldschool. Und ich bin da, entschuldige Steel Preacher, Jungs, Green Bottled Bier besser als Brown Bottled. Und am liebsten
wirklich durchsichtig. Ich bin da, also ich finde durchsichtige Flaschen, einfach Weißglas oder halt durchsichtig für Glas. Bier? Für Bier super. Das ist mir herzlich scheißegal, ob Reisdorf-Kölsch in der 0,33er Variante. Ja, das ist schon wieder Kölsch. Das ist für mich wieder schwierig. Ja, das ist ja wieder eine andere Kette, da kommen wir gleich. Aber ist das. Stopp mal, bei Kölsch, ne? Ja, aber Pülken geht immer, oder? Pülken. Das ist für mich so ein Ding. Also, wenn wir zu Hause. Das ist so ähnlich wie. Es ist ein bisschen so, das ist relativ mild, das drängt sich nicht auf, das geht so. Ja. Ich finde aber die Pülken unsympathisch, weil tatsächlich der scheiß Pfandautomat in dem scheiß Rewe, der bei mir um die Ecke ist, diese kleinen Flaschen nicht nimmt. Das heißt, jedes Mal muss ein Mitarbeiter vom Rewe mitkommen und dann sagen so, ja, alles klar, ich nehme das und schiebe dann eine andere Flasche durch. Super nervig. Das ist der Pfandfall. Aber zum Beispiel Stauder, nein, Pilz, nein, aber es gibt Stauderbierchen. Und das finde ich wiederum gar nicht so schlecht. Es gibt Bierchen Helles und Bierchen Normal. Das ist so eine gelbe Flasche. Selbes Prinzip wie das Pülken, von der Haptik her auch. Und das ist sehr hopfig tatsächlich. Und ich mag bayerisches Bier, ich mag aber auch sehr hopfiges Bier. Deswegen ist es da für mich so, dass ich denke, so, ja, St. Auder. Stauder, so. Willst du denn jetzt? St. Auder. Fuck you. Das Bierchen, das kannst du mal probieren. Okay. Das könnte sein, dass es sehr schmeckt. Okay. Vielleicht auch nicht. Findet ihr auch, man sollte auf Festivals mehr Wein trinken? Jein, es war gestern relativ cool, aber es war auch mit Melone, weil wir machen Melonic Death Metal. Ja, wir waren mit einer Melone unterwegs und irgendein Typ hat Rotwein da reingekippt und das war dann wiederum schwierig. Weil da vorher alles mögliche andere drin waren. Wenn du jetzt so einen Cocktail hast. Wir haben das früher Gral genannt. Also wenn ihr öfters mal auf dem Donghock mehr seid. Wir machen das regelmäßig. Wir gehen mit einer Melone umher. Und jeder, der was reinkippt, darf auch auf was raustrinken. Genau. Es ist scheißegal, was du reinkippst. Schwieriges Konzept. Bitte keine Exkremente. Nee, es ist ein never ending Cocktail. Das ist eigentlich ganz geil. Weil die meisten, die davon auch trinken wollen. Konzept. Die kippen da ja was rein, was sie auch selber gerne trinken. Wir hatten das Schönste war 2015 oder 17, weiß ich nicht mehr. Hier auf dem Dong auf jeden Fall. Da hatten wir diese Melone und es war geil, was da alles drin war. Da war irgendwann so ein Cassis-Zeug drin, das hat sich aber super geil ergänzt mit irgendeinem anderen Schnappo. Dann hat jemand noch. Ich hab den Lakritz-Schnaps auch zu Hause vergessen. Lakritz wäre jetzt wiederum schwierig in der Melone. Ne? Ja, aber. Lakritz-Melone. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Dirty Harry und Kettenfett und was habe ich gekauft? Lakritza oder so. Irgendwas mit einer Frau mit so Dings. Lakritz-Schnaps, super geil. Lakritz-Schnaps bin ich auch ein Freund von. Ich liebe es. Hab ich gestern zwei gehabt. Sag das doch! Wir können gleich einen dübeln. Sehr gut. Ich bin aber auch kein Sommelier, sondern ich trinke eigentlich alles. So, einfach rein damit. So, jetzt. Rein damit! Druckbetankung. Und du hast noch was. Ja? Lieblingskölsch. Sion. Kenn ich gar nicht. Sion Kölsch. Gaffel ist gut, Sion ist yum. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Kölsch ist es mir relativ scheiße. Das schmecken mir alle. Was ist Kölsch? Kölsch. Aber diese Frühkölsch oder Früh ist auch gut, aber wir trinken mal einen Kölsch. Wie heißt nochmal die Kellner in Köln, in den Brauhäusern? Alle Dieter. Nein, die haben doch einen bestimmten Namen. Herbert. Kürbis. Der Kürbis. Der Kürbis? Ja. Detlef. Achso, ja doch, in diesen Brauhäusern und die haben eine Eigenschaft. Alle Walter. Die müssen immer unfreundlich sein. Das ist unfassbar. Und das deswegen. Wie Berliner. Es ist wirklich so. Du bist echt 80s, oder? Ja. Er ist echt 80s. Ja. Siehst du, Youth go wild. Rocket kommst du jetzt drauf? Die Lampen an. ADS hat er übrigens. Ne? Du redest über irgendwas. Oh, guck mal da. Oh, eine Blume. Konzentration. Genau. Konzentration ist immer. Oh, Bier. Oh, Bier. Sehr gut. Ich glaube, besser wird's nicht. Schön. Ich danke, dass ihr hier wart. Was steht für Words of Farewell als nächstes an bei euch? Jetzt erstmal Festival-Tour. Genau, Festival und ein bisschen Songwriting machen. Wir haben ein Riesen-Highlight nächstes Jahr. Wir spielen in Norwegen zum ersten Mal. Auf dem Karmøy-Gaddon Festival. Das ist ein ziemlich. Wie das Computerspiel? Ja, Karmøy-Gaddon? Ja, nee, nicht ganz. Die haben es irgendwie anders buchstabiert. Die Stadt heißt irgendwie Karmøy. Karmøy oder sowas. Ah, okay. Ich bin sonst ein paar Festivals stehen noch an. Wir fahren da hin und machen auf neue Platte. Instagram checken, genau. Wir produzieren jetzt ein bisschen. Sehr schön. Hauen ordentlich einen raus. Und dann wieder reindübeln. So nämlich. Wolltest du noch was sagen, Rob? Ja, nein. Bitte, wenn ihr im Pit seid, haut euch auf die Fresse. Warum sagst du sowas? Den Circle Pit und den ganzen Scheiß, das ist von oben so schön, immer schön Ellbogen. Das ist wirklich von oben. Immer drauf. Das ist so ihr schön. Ihr mit eurem Easy spielen mit Keyboard, wir machen hier Friede, Freude, Eierkron, immer richtig auf die Fresse.
Wobei, das war schön zu sehen heute. Wir hatten noch nie so einen großen Circle Pit wie hier. Das war. Hast du gesehen, wie scheiß voll es bei euch war? Das war geil. Das war super. Ich weiß auch warum, aber kleiner Lebensständer da oben, ne? Ja, total. Ohne Scheiß, ich stand auf der Bühne, ich hab fast geheult vor Freude. Da waren ein, zwei Songs, wo ich echt das Gänsehaut von hier bis da. Da muss man echt aufpassen, dass man sich noch konzentriert auf das, was man macht. Ich als Keyboarder ist ja vielleicht noch eine andere Geschichte. Ja. Das geht ja noch, die Scheiße ist, wenn die Gitarre auf einmal 5 cm weiter vorne. Nee, so viel ist nicht. Er meint sein Penis. Ich hab's verstanden. Ich wollte es kurz übersetzen. Sehr gut. Bevor es jetzt hier völlig eskaliert, würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Viel Spaß euch noch. Und man läuft sich eh 100 Mal über den Weg. Und nächstes Jahr Dong machen wir dieselbe Scheiße einfach nochmal. Danke dir. So nämlich. Du musst uns jetzt vor der Kamera heute eins versprechen. Oh, Scheiße. Heute Abend auf der Aftershow-Party spielst du für uns 3 Uhr nachts. Okay. Nee. Doch. Nee, mach's nicht. Da reden wir später drüber. Auf jeden Fall vielen Dank für euch fürs Mitmachen, fürs Bier trinken und ab top. Geil. So, und vielen Dank euch fürs Zusehen und Mitmachen. Wenn ihr bis hier gekommen seid, seid ihr selber schuld. Bis dahin. Ciao, ciao.